Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will nur einige wenige Bemerkungen machen zu dem Antrag, wie uns vorliegt. Der hat ja zwei Komponenten. Die eine Seite, es ist richtig, Herr Kollege Hecker, dass wir die Pläne der EU kritisch begleiten. Das steht völlig außer Frage. Diese geplante 7er-Norm hätte erhebliche Nachteile für den Standort. Das ist völlig klar. Das Ziel muss sein, wenn man sowas kritisch begleitet, und da gehen wir dann schon auseinander. Die Industrie, die betroffen ist, und auch die Beschäftigten, die müssen dann am Ende mit der Lösung, die da erarbeitet werden soll, leben können und nicht sozusagen 0 oder 1. Im Zweifel ist das bisher, wir haben ja die Geschichte der ganzen EU-Normen gehört, ist auch immer irgendwo auf eine technische Lösung, auf einen Kompromiss, einen technischen Kompromiss rausgelaufen. Und, Kollege Kurz hat ja schon zu Recht gesagt, es ist noch nichts beschlossen. Die Diskussion hat eigentlich noch gar nicht richtig angefangen. Und das bedeutet eben auch, der Zeitplan ist noch gar nicht so auf dem Markt, dass man ernsthaft darüber diskutieren könnte. Aber, und das ist wichtig, dieses Aber ist wichtig, es ist auch richtig, dass die Politik sich ändern muss. Wir müssen uns ändern in soziale und ökologische Richtung. Die Ausrichtung muss überprüft werden. Klimaschutz und Industriepolitik gehören eben zusammen. Wir können das nicht einfach leugnen. Die Diskussion auf allen gesellschaftlichen Ebenen geht eben in diese Richtung. Warum? Das hat eben auch Auswirkungen auf die Sozialpolitik, deshalb die soziale Ausrichtung. Und wir müssen stärker, was Wirtschafts- und Finanzpolitik betrifft, uns in der industriepolitischen Ausrichtung konzentrieren, dass Wirtschaft und Finanzpolitik stärker zusammenfinden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Weiter-so und auch kein Wegducken hilft, Herr Kollege Hecker. Und nur Nein sagen ist einfach schlicht zu wenig. Die Gewerkschaften in der Industrie beispielsweise, die haben das schon lange begriffen. Die IG Metall führt ja in vorbildlicher Weise in der EU seit vielen Jahren, ich glaube 3 oder 4 Jahren schon, eine Diskussion, wie geht es eigentlich weiter, wie kann man diese Ziele eben, die ich eingangs geschildert habe, dass Beschäftigte und Industrie davon und damit leben können, wie kriegt man das hin? Die diskutieren nicht das Ob, sondern die diskutieren, wie und wann macht man die nötigen Schritte. Und das ist auch der richtige Weg. Für meine Fraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich klar sagen, wir haben immer hier ein Bekenntnis zum Standort abgegeben, das ist völlig klar. Wir sind ein Standort der industriellen Produktion und dazu gehört eben jetzt, dass wir uns Gedanken machen hier, wie wir diesen Standort weiterentwickeln. Dazu, und da will ich nur einen Punkt mal nennen, müssen wir eben auch den Verbrenner nicht aus den Augen verlieren. Aus meiner Sicht ist er weder technologisch noch ökonomisch ausgereizt. Und wenn man mal guckt, 80% der im letzten Jahr in der EU zugelassenen Fahrzeuge waren eben Verbrenner, Diesel und Benziner. Also diese Technologie wird ja noch lange, lange laufen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist der zweite Teil. Wir sind Montage und wir sind Produktion hier im Saarland und das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Daran müssen wir eben arbeiten. Und der zweite Teil, Herr Hecker, der sich mit dem ÖPNV, also mit dem Nahverkehr beschäftigt, teile ich überhaupt nicht. Wir müssen genau in diesem Thema, Herr Kollege Kurz hat es ja schon so ein bisschen skizziert, der muss attraktiver werden. Das ist, glaube ich, Konsens, auch über weite Teile hier im Haus, dass am Nahverkehr gearbeitet ist. Eine landespolitische Baustelle, an der wir arbeiten müssen. Nahverkehr ist für uns Daseinsvorsorge. Es gibt eben Leute, die haben kein Auto, die gibt es eben auch. Und der Nahverkehr ist ja nicht gerade billig, das muss man auch mal an dieser Stelle sagen. Also Nahverkehr ist Daseinsvorsorge und deshalb muss er auch ordentlich in den Mittelpunkt gestellt werden. Aber auch hier gilt, wir müssen arbeiten, neue Modelle probieren. Wir haben ja in der Enquete Digitalisierung schon eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Ich gucke jetzt mal in Richtung Kollege Mildau. Gerade mit dem Verkehr haben wir uns ja ausführlich beschäftigt. Man muss eben neue Strukturen schaffen, das ist völlig klar. Und es muss am Ende des Tages in der Tat billiger werden. Die Attraktion läuft natürlich nicht nur über das Angebot, sie läuft auch über den Preis. Also, all das ist dringend notwendig und es passt überhaupt nicht die Aufgaben, die wir nach unserer Auffassung haben, mit Ihrem Antrag zusammen. Und deshalb lehnen wir auch den Antrag ab. Vielen Dank.